Sehr geehrter Dr. Funfrock, ich habe die Pläne des Beam-Zentrums zu mir genommen, um am Wochenende zu arbeiten. Ich bringe sie Montag wieder. Gezeichnet Mies van der Rohe, Architekt, Skarabäusstraße, Zitadelleninsel. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Ich renne direkt los, denn wir möchten ja ganz gerne ins Hauptquartier von Dr. Funfrock, um die Pläne fürs Beam-Zentrum zu ergattern. Deswegen möchte ich hier, um hier auch einen entsprechenden Fortschritt in diesem Video zu erreichen, gar nicht lange rumreden und im Stillstand hier verbringen, sondern ich möchte dahin. Zunächst mal zum Militärcamp, ja, da müssen wir uns ein kleines bisschen zügig wieder durchbewegen, ja. Wir haben ja inzwischen auch herausgefunden, dass man da nicht jedes Mal an dem Soldaten vorbei muss und sich an dem Klon vorbeischleichen und dies und das und jenes. Nein, es gibt viel einfachere und schnellere Wege. Ich weiß jetzt nicht, ob sich inzwischen jetzt hier vielleicht sogar die militärische Situation verstärkt hat, dadurch, dass ja inzwischen bekannt sein dürfte, dass der Widerstand Unterstützung bekommen hat. Warum tun sie das? Jetzt. Genau, so wollen wir das. Dann sind wir jetzt nämlich wieder in der Altstadt. Dann wollen wir zu Funfrocks Hauptquartier. Und da kommen wir tatsächlich nur rein, wenn wir die Oberdekos besiegen können. Nämlich die weiß gekleideten Pfleger. Würde ich sie mal nicht nennen, weil sie pflegen nicht. Das ist keine Pflege, was sie machen. Das ist eher... Nun. Hä? Die Herren da? Interessieren die sich gar nicht für mich? Ist ja cool. Nicht mehr, zumindest. Es wäre natürlich noch geil, wenn wir unbescholten hier einfach in das Hauptquartier reinkämen. Ich werde aber den Gedanken nicht los, dass ich mich vielleicht erstmal ein bisschen informieren sollte, wie ich da vielleicht am günstigsten reinkomme. Ich könnte jetzt natürlich einfach reinrennen, aber ich frage einfach mal ein, zwei Leute. Ich suche die Pläne des Beam-Zentrums. Ein Spezialauftrag. Ich weiß nicht, wo sie sind. Okay, der weiß schon mal nichts. Gucken wir, ob wir noch einen anderen Kollegen finden, den wir fragen können. Den hier zum Beispiel. Hallo. Hey. Ich suche die Pläne des Beamzentrums. Ein Spezialauftrag. Ich weiß nicht, wo sie sein können. Ja, ich weiß schon, wo sie sind, aber vielleicht sagt mir einer von euch, wie ich am besten in das Hauptquartier reinkomme. Vielleicht habt ihr da einen Plan oder so. Nicht. Naja. Gut, wir haben aber auf jeden Fall beste Voraussetzungen, um in das Hauptquartier reinzugehen. Wir haben Energie fast voll, wir haben Kleeblätter voll, wir haben volle Magic. Es ist eigentlich kein größeres Problem. Nichtsdestotrotz schaue ich nochmal hier vorbei. Einfach nur, um es mal gemacht zu haben. Vielleicht hat die ja irgendwelche Infos, was ich nicht glaube. Was ich wirklich nicht glaube. Ich suche die Pläne des Beams. Guten Tag, junger Quetsch. Ich weiß nicht, wo Sie sind, lieber Herr. Julia hat mir viel von Ihnen erzählt. Oh nein. So, Sie kennen... Weg hier. Das will ich mir jetzt nicht alles nochmal anhören. Gott des Himmels Willen, das versteht ja kein Mensch. So. Also gut. Ich würde dann sagen, einfach wirklich mal ganz straight probieren. Okay, erstmal mache ich den weg, das ist eine gute Idee. Dreißig Herzen. Also, jetzt ist voll, ne? Gut, Magic ist ein bisschen leer geworden. Aber macht mir ehrlich gesagt auch nichts aus. Ich versuche dann noch den hier. Ah ja. Versuchen wir wirklich möglichst viele Gegner auszuschalten, die uns jetzt beim Hineinkommen, sage ich jetzt mal, zum Problem werden könnten. Dazu zoome ich auch mal raus. Der Kollege da vorne. Ja, da bin ich noch zu weit von weg. Aber auch der kann mir natürlich Probleme bereiten. So. Ja, hat mir ein bisschen Energie weggenommen, aber das macht nichts. Das ist jetzt echt nicht viel. Oh doch, ich muss da runterspringen. Ich gehe einfach mal da runter. Ich muss nicht, aber. Ich mache es, um die Herzen zu holen. So. Oh, okay, der erwischt mich. Jetzt. Hm.
Jetzt könnte es was werden. Moment. Der erwischt mich nicht, den Kollegen. Kann ich von hier aus erledigen? Okay. Ja, da bin ich jetzt einmal in eine Kugel reingerannt. Macht aber nichts. Ich habe 3 Herzen wieder gesammelt. Energie ist somit wieder voll. Ich habe ergattert ja zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel diese rote Karte, ja, die ich jetzt hier benutzen kann. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Wisst ihr was? Ich mach euch von Hand fertig, so. Geiler Scheiß. Hätte ich jetzt natürlich schon lieber aus der Ferne gemacht, weil es einfach ist. Aber da hätte ich jetzt wieder mit dem Zielen mich so lang verkünstelt. Wollte ich dann doch nicht machen. Habe ich mich doch kurzfristig anders entschieden. Brauchen jetzt noch wahrscheinlich von irgendjemand so eine Karte, um in das Türchen da reinzukommen, wo wir, ja, was wir jetzt gerade nicht sehen können, aber das zeige ich euch gleich. Vielleicht hat sogar jener Soldat hier. Nee, hat er nicht. Vielleicht komme ich da aber auch mit der Koboldkarte rein, ich weiß es nicht, ich guck mal. Tatsächlich die Koboldkarte. Lass mal den mal einen Schritt vorwärts laufen gehen, ne? So. Ist interessant, jetzt schießen die auch nicht mehr auf einen, ne? Was ja gut ist, weil gegen das ist ja nur wirklich kein Kraut gewachsen. Und mit meiner Magiestufe kann ich sie jetzt auch besiegen. Ich habe allerdings schon wieder eine, ich sag jetzt mal, beträchtliche Menge an Energie verloren. Sollte ich ein bisschen vorsichtiger umgehen mit. Noch habe ich kein Problem, glaube ich. So. Alles easy bis jetzt. Wir sind im Funfrock Hauptquartier. So ganz nebenbei bemerkt. Und es soll jetzt nicht lächerlich klingen, aber es gab schon besser bewachte Orte in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Okay, jetzt kommt es wieder auf einen Millimeter an, oder? So, feini, feini. Alles gut. Den Kollegen da unten, den könnte ich mir auch vorstellen. Wenn ich ihn denn treffe. Toll. Na toll. Aber ich sag mal wirklich, ich hätte es lieber, wenn er weg wäre. Jetzt bewegt er sich natürlich. Ach, wisst ihr was, der kann mir doch eigentlich gar nichts. Der hat hier keinen Schalter und nix. Ja, der kann auf mich schießen, natürlich, aber ich bin viel zu schnell für ihn. So, Moment. Ist das da unten? Das da ist der Funfrock, glaube ich. Da seht ihr ganz links diese Gestalt in weiß gekleidet. Riesiger Kopf, kleiner Zopf. So ein bisschen wie der Twinsen in Fett. Das ist er. Sollte es so einfach sein? Ich glaube nicht. Jetzt machen wir erstmal das Häschen hier wieder frei. Ich habe einen Geheimgang gefunden. Einfach toll. Was ist mit meiner falschen roten Karte? Bist du damit zufrieden? Allerdings. Ja, der Geheimgang ist in deiner Zelle. Also, den hätte ich auch gefunden, wäre ich in dieser Zelle. Also sprich, das wird nachher der Weg sein, auf dem wir rauskommen. Hoffentlich unbeschadet einigermaßen. Kann ich irgendwas aus deinem Spind entwenden? Und warum sind überall Bilder von meiner Frau eigentlich? Sie sehen zumindest mal aus wie sie, deswegen frage ich. Egal. Also.
Der Dr. Funfrock ist da unten links, ja? Die Pläne werden, gehe ich mal davon aus, in dem Spind sein. Spind, in dem Tresor. In diesem interessanten Tresor. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Ich glaube, so wirklich besiegen. Moment, ich renn mal weg. Du folgst mir, oder? Muss tatsächlich. Ich glaube, das geht nur mit Magie. Jetzt ist der weg. Okay. Hätte ich jetzt vielleicht gar nicht so viele Kleeblätter für verbrauchen müssen. Nett, dass du mir hilfst. Aber ich habe es geschafft, den Schlüssel der Wache zu klauen. Nimm ihn, ich brauche ihn nicht mehr. Ist aber nett, ne? Habe ich ihn? Ja, jetzt haben wir ihn. Okay. Jetzt haben wir endlich mal den Dr. Funfrock gesehen, ne? Also nicht nur in Cutscenes, in denen er uns eine gibt. Jetzt hat er selber mal ein bisschen gekriegt, aber es sieht so aus... Es sieht so aus, als... Du hast den Säbel des Dr. Funfrock gestohlen. Sehr geehrter Dr. Funfrock, ich habe die Pläne des Beamzentrums zu mir genommen, um am Wochenende zu arbeiten. Ich bringe sie Montag wieder. Gezeichnet Mies van der Rohe, Architekt, Scarabeusstraße, Zitadelleninsel. Scarabeusstraße, Zitadelleninsel. Wir müssen auch wieder auf die Zitadelleninsel. Also wir können die gesamte Map dieses Spiels nochmal durchackern. Gefühlt. Ja, aber gut, von hier aus ist es ja auch nicht mehr so schlimm bis zur Zitadelleninsel. Wir müssen halt wieder zurück zu unserem Segler. Wir müssen auf die Zitadelleninsel. Das werden wir, denke ich, auch innerhalb dieses Videos noch schaffen. Ich werde natürlich jenen Geheimgang hier nutzen, um herauszukommen, weil es einfach besser ist. Wenn er denn aufgeht. Jetzt. Und du bleibst natürlich hier drin, oder? Oder wie ist... Ah ne, du gehst auch. Tschüss. Feini, feini. So. Jetzt ist folgende Frage zu stellen. Soll ich nochmal schnell zu den drei Kollegen hier gehen mit den Kleeblättern? Ja, ich mach das. So. War jetzt einfacher hier, als ich dachte. Tatsächlich hat jeder nur ein Kleeblatt, aber ich sag mal, eins ist ja besser als keins. Und insgesamt waren es jetzt drei. Ah, jetzt gibt's auch wieder Magik. Magik. Jawohl, machen wir auch gleich voll. Alles ist gut, alles ist fein. Sehr schön, dass wir dieses Sendelsiegel hier geöffnet haben. Auch das sei dazu gesagt, kein Muss in diesem Spiel. Ne? Natürlich hat man dann irgendwann die Info hier, da hast du die Tröte, jetzt kannst du das. Aber ob du es nachher machst, bleibt im Prinzip schon dir überlassen, ne? Dieses Siegel bräuchte man jetzt also nicht unbedingt. Ne, da wollen wir nicht hin. Ich will ja wieder zurück ins Militärcamp. Von da aus wieder zu meinem Bötchen und mit meinem Bötchen dann wieder auf die Zitadelleninsel. Und dann müssen wir in die Scarabeusstraße. Zu diesem Mies van der Rohe. Auch soweit alles in Ordnung. Das kriegen wir alles hin. Sogar relativ zügig, ja. Schneide ich jetzt auch nicht, weil ich sag mal, den Twinsen laufen sehen, das tun wir wahrscheinlich alle gerne, ne? Nur über dieses, genau, Dings da drüber habe ich jetzt gerade gedacht, wird es wieder schwierig, aber ist gar nicht so schwierig. Hier geht es wieder relativ zügig durch, das ist sehr gut.
So ein bisschen Herzchen hätte ich gern, wenn es irgendwo gäbe, jawohl. Naja, bloß die einzelnen bringen mich halt leider auch nicht so weiter, ne? Ich gehe einfach weiter. Ich meine, wir haben auch genug Kohle, wir können ja theoretisch auch irgendwo Lebenspunkte, Bonbons kaufen oder sowas in der Art. Wo willst du hin? Wo will ich hin? Hafen von Beluga. Hafen von Beluga. Da muss man demnächst auch mal auf unseren Spritvorrat achten. Nicht, dass wir irgendwann mal mit einem Autochen oder was weiß ich irgendwo hinfahren und dann dastehen und nicht mehr wegkommen. Wobei die Entwickler das ja im Normalfall ganz gut gelöst haben durch die Tatsache, dass eventuell ein Kanister Sprit in der Nähe steht. Ist aber hier zum Beispiel jetzt nicht der Fall, ne? Das heißt, von hier aus müssten wir jetzt tatsächlich erstmal mit dem Boot irgendwo hinfahren, wo es Sprit gibt und welchen holen. Aber wir säßen hier, sage ich jetzt mal, nicht komplett fest. Also das haben sie schon zu verhindern gewusst. Wo willst du hin? Zitadelleninsel. Da oben. Zur Zitadelleninsel. Ich denke mal, ich werde die Reisesequenzen etwas kürzen. Architekt. Immerhin ist der Architekt. Moment mal, da hat uns der eine Hasi hier vorne, der hier vorne lebt, hat uns doch mal erzählt, dass sein Sohn Architekt ist. Weil die sich ja mal mein Haus angeschaut hatten. Das heißt, mit dem rede ich jetzt mal. Ich suche die Pläne des Beamzentrums. Ein Spezialauftrag des guten Dr. Funfrock. Fragen Sie meinen Sohn. Er ist von der Arbeit zurück. Apropos, tut mir leid für Ihr Haus. Klone sind mit einem Kampfpanzer gekommen. Sie haben nach ihnen gesucht. Was? Das sieht von außen so klein aus, ne? Aber jetzt mal ernsthaft. Also hier das Häuschen, ne? Wenn du reingehst, das ist die größte Villa. Ja, sowas habe ich noch nicht gesehen. Im richtigen Leben nicht. Aber jetzt ist das Haus kaputt, ne? Schade. Fragen Sie meinen Sohn, er ist von der Arbeit zurück. Bist du der Sohn? Ich suche die Pläne des Beamzentrums. Ein Spezialauftrag des guten Dr. Funfrock. Kommen Sie doch herein, Nachbar. Wir schauen uns das gemeinsam an. Sie sind ziemlich kompliziert. Okay. Na komm. Schauen wir uns das mit dem Kollegen noch an. Nanu, wo habe ich denn meinen Schlüssel? Papa, hast du einen Schlüssel bei dir? Der Papa, der hat natürlich einen Schlüssel bei sich. Man ja, nicht der Papa, wenn er es nicht hätte. Und jetzt gehen wir rein. So. Na, zeigen Sie mal her. So einen Tisch habe ich übrigens auch gehabt. Du hast jetzt den Passierschein des Architekten. Insel Brandl. Habe ich jetzt einfach so genommen, juckt den nicht, ne? Aber da, wir wollten noch über Pläne sprechen. Guten Tag. Guten Tag, Nachbar. Hä? Ist das alles so jetzt oder was? Wir wollten noch Pläne besprechen, weil sie so kompliziert sind. Oder etwa nicht. Ja, aber ich habe jetzt einen Passierschein. Das heißt, ist wahrscheinlich gut für die Insel Brandl. Guten Tag. Guten Tag, Nachbar. Also ja, Passierschein für Brandl. Ich habe sonst nichts. Also Baupläne sind hier nicht. Ja gut, Schritt für Schritt. Wohin möchtest du? Sagen wir mal. Ja, wir müssen natürlich erstmal wieder auf dem Hamalai jetzt, natürlich. Dann müssen wir von da aus wieder links und da wieder Bums und ach Gott. Auf ja. Den Hamalai. Hauptinsel müssen wir. Hauptinsel waren wir eben. Proxima müssen wir meines Erachtens nicht mehr. Wobei ich da im Internet so zwischendurch auch eine ganz interessante Sache gefunden habe. Man kann wohl auf das Dach des Museums irgendwie heraufkommen. Das habe ich noch nicht gewusst. Das habe ich auch in den vergangenen Durchgängen in diesem Spiel niemals gemacht und auch wirklich nichts davon gewusst. Vielleicht irgendwie zwischendurch, wenn wir eh mal in der Nähe wären. Vielleicht müssen wir ja nochmal auf Proxima aus irgendeinem Grund.
müssen wir mal schauen. Dann können wir uns das Ganze nochmal angucken. So extra spezifisch dafür jetzt ein Video machen würde ich wahrscheinlich nicht, weil da wäre da wieder mehr drumherum dabei, als das eigentliche. Als das eigentlich sinnvoll ist. Und ob das dann wichtig ist, ob man da aufs Dach kommt, das ist ja die nächste Frage, ne? Moment mal. Moment mal. Ich muss jetzt aber nicht wieder hier durch sämtliche Dingensbummenskirchens durch, oder? Okay, okay, alles gut, alles ist fein. Hier rein. Alles gut, alles ist gut. Ich fühl mich wohl. Yes, ist gut. So, jetzt sind wir wieder hier. Genau. So, immer wieder da durch. Wir sind also vom, rein von der Aufnahme her schon wieder über die Videolänge hinausgeschossen, aber ich kürze auch hier wieder ein bisschen. Wohin möchtest du, Twin? Das muss ja nicht jedes Mal sein, das kennt ihr alles schon. Insel Brundel. So, da gehen wir jetzt noch hin. Probieren unseren Passierschein aus. Ja, der wird ja wahrscheinlich ohne Foto des Besitzers sein, sonst käme ich damit wahrscheinlich nicht rein. Nö, wir machen das ein bisschen anders. Habe ich mir jetzt gerade so ganz spontan überlegt. Wir tun Folgendes. Wir nehmen uns erstmal hier Kraftstoffreserven. Oh, gibt's nicht. Schade. Okay, also jetzt sind wir hier. Da stehen wir gut. Wir werden an exakt gleicher Stelle im nächsten Video weitermachen. Dann werden wir hoffentlich mit den Zugangspapieren des Architekten in dieses Gebäude hier reinkommen und dann da vielleicht mal die Baupläne des Beamzentrums finden, um diese dann dem Kollegen auf der Festungsinsel zu bringen, um dann dort schlussendlich in die Festung zu kommen und uns erneut Dr. Funfrock zu stellen. Kann so lange nicht mehr dauern, werden wir sehen. Dieses Video ist an dieser Stelle beendet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich freue mich natürlich auch über einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Also herzlichen Dank nochmal und tschüss. Thank you.